Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls. Der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. Und für die heutige Folge habe ich mir ein super schönes Thema ausgesucht, aus einem aktuellen Anlass heraus. Und zwar möchte ich dir erzählen, wie du dir ein wundervolles Familienleben erschaffen kannst. Also es geht um das Thema Wunder. Ich möchte dir erzählen, wie Wunder jetzt so offiziell definiert sind, wie es meine Kinder definieren, warum ich überhaupt darüber spreche. Das hat nämlich auch mit meinen Kindern zu tun. Und dir ganz viel Inspiration geben, wie du Wunder in deinem Leben sehen und erkennen kannst. Und ja, ich hoffe, dass du dich auf diese kleine Reise einlässt und ein bisschen Freude daran hast, die Wunder in deinem Leben zu entdecken. Wenn dir diese Folge Freude macht, dann freue ich mich und sehe das als ein kleines Wunder an, wenn du sie weiterempfiehlst, auch in deinem Freundeskreis, an andere Mamas, an andere Familien, die vielleicht auch noch mehr Wunder in ihrem Leben vertragen können. Und freue mich auch, wenn du mir auf iTunes eine Rezension hinterlässt, einfach damit dieser Podcast, meine Botschaft, noch mehr in die Welt kommen kann. So. Und nach diesem kleinen Aufruf, und ich freue mich wirklich sehr, wenn du das für mich tust, ja, jetzt ist los mit der Folge zum Thema wundervolles Familienleben. Heute möchte ich mit dir also das Thema Wunder besprechen. Und der Anlass dazu ist tatsächlich ein Brief, den ich von meiner Tochter bekommen habe. Wer meinem Podcast schon länger folgt, weiß ja, dass sie jetzt gerade mit ihren 16 Jahren in den USA ist für einen Austauschjahr. Sie ist seit August da und kommt im Juni wieder und genießt es sehr, sehr, sehr. Aber ich glaube, es führt auch dazu, dass sie mal bewusst reflektiert, was sie so an Familienleben hier erlebt, wie es eben in einem anderen Land ist, in einer anderen Familie, wenn man da so richtig eingebunden ist. Ja, und das ist ganz schön. Und sie hat uns zu Weihnachten ein Paket geschickt mit so Süßigkeiten aus Amerika und kleinen Geschenken und hat unter anderem jedem von uns, also meinem Mann, meinen beiden Jungs und mir einen Brief geschrieben. Und ich möchte euch einen kleinen Teil aus diesem Brief vorlesen, denn dieser Teil hat mich jetzt inspiriert, diese Folge heute aufzunehmen. Hier steht also: Für dein Geschenk habe ich mir was überlegt. Die Idee ist mir bei einem Gottesdienst in unserer Kirche gekommen. In kleine Anmerkung zwischendurch, in den USA ist es ja sehr üblich, dass die Familien sonntags immer in die Kirche gehen. Das ist so ein ganz anderer Bezug. Die Kirchen sind auch mehr so freie Gemeinden. Und tatsächlich ist sie da gerade auch sehr begeistert davon. Hier ist sie ganz normal getauft und auch konfirmiert und so, hat aber jetzt natürlich nicht so, also das machen wir jetzt nicht so ständig, in die Kirche zu gehen. Aber irgendwie genießt sie das darüber, das so als kleine Anmerkung zwischendurch. Also, die Idee ist mir bei einem Gottesdienst in unserer Kirche gekommen. Und zwar ging es an dem Tag darum, nicht immer zu warten, dass die großen Wunder, Miracles, kommen, weil man dadurch zu schnell Hoffnung verliert, sondern dass man stattdessen jeden Tag aufmerksam sein und auf die kleinen Wunder achten sollte. Die kleinen Dinge, die jeden Tag passieren, aber die wir viel zu schnell wieder verdrängen. Die kleinen Geschenke, die in Anführungsstrichen Gott uns jeden Tag schickt. Und dann hat die Pastorin gesagt, und ich weiß, dass du sowas in der Art eh schon machst, aber es hat mich so sehr an dich erinnert, dass man diese kleinen Miracles jeden Abend aufschreiben sollte, um sich bewusst zu machen, dass Gott jeden Tag da ist und jeden Tag an uns denkt. Ich fand das sehr, sehr schön und es hat mich, wie gesagt, total an dich erinnert. Also zu deinem Geschenk.
An der Stelle durfte ich dann das Geschenk auspacken und es ist ein sehr schönes Notizbuch mit einem ganz angenehmen Einband, so ein ganz feines Leder ist das, glaube ich. Und sie hat dann noch dazu geschrieben, dass es dafür gedacht ist, dass ich auch meine Wunder jeden Tag aufschreibe. Und tatsächlich mache ich ja solche Sachen schon, aber die Wunder eines Tages habe ich bisher noch nicht aufgeschrieben und damit habe ich jetzt tatsächlich auch angefangen. Und es hat mich eben inspiriert, mal über dieses Thema nachzudenken und meine Gedanken dazu möchte ich mit euch teilen, wobei ich finde, dass meine Tochter das schon so wundervoll formuliert hat, dass ich eigentlich an der Stelle auch schon wieder aufhören könnte, oder? Da ich ja ein Freund von Definitionen bin, habe ich also erstmal nach einer Definition von Wunder gegoogelt. Und gefunden habe ich ein außergewöhnliches, den Naturgesetzen oder aller Erfahrung widersprechendes und deshalb der unmittelbaren Einwirkung einer göttlichen Macht oder übernatürlichen Kräften zugeschriebenes Geschehen, Ereignis, das Staunen erregt. Ich glaube, wenn wir uns diese Definition anschauen, sind damit diese großen Wunder gemeint, auf die wir oft so hoffen und die dann vielleicht nicht so offensichtlich für uns eintreten. Und das ist das, was die Pastorin gemeint hat, wohl, wenn ich den Brief meiner Tochter richtig verstanden habe, als sie sagte, dass man dann eben schnell die Hoffnung verliert. Wenn man die ganze Zeit jetzt auf ein Wunder wartet, dass man auf einmal den Traumpartner findet oder plötzlich die Ehekrise beendet ist oder auf ein Wunder wartet, dass man finanziell auf einmal frei wird oder der Traumjob einem angeboten wird. Das sind eben diese Wunder, die es gibt, natürlich im Leben. Wunderheilungen gibt es und so weiter. Aber wenn man da einfach nur drauf sitzt, einfach nur da sitzt und drauf wartet, wollte ich sagen, dann kann man natürlich auch schnell in negative Gedanken abdriften, weil man so ausgeliefert ist und irgendwie auf irgendwas wartet, worauf man selber irgendwie sozusagen keinen Einfluss hat. Und das ist zumindest nicht das, was ich unter Wunder verstehe. Oder, also ich glaube schon an solche Wunder, aber ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, darauf zu warten. Sondern ich glaube, dass wir solche Wunder letztendlich auch selber erschaffen können. Denn in meiner Welt, in meiner Weltsicht gibt es keine Zufälle und damit auch nichts, was irgendwie so aus heiterem Himmel sozusagen von Gott gelenkt irgendwie passiert jetzt in diesem großen Maß, sondern ich glaube, wir sind eben selber die Schöpfer und letztendlich haben wir eine Art göttliche Schöpferkraft in uns, mit der wir alles Mögliche in unserem Leben erschaffen können. Und wer diesem Podcast schon länger folgt, der weiß auch, dass ich hier jetzt von Manifestieren spreche, davon, dass du losgehen darfst für deine Träume, für deine Ziele, für deine Visionen und dass man dann Schritt für Schritt sich diese Wunder eben selber erarbeiten kann. Eine glückliche Ehe, ein gutes Verhältnis zu den Kindern, einen Traumjob, eine neue finanzielle Lage, die dir ermöglicht, ja, frei und finanziell unabhängig zu leben. All das ist möglich, aber eben nicht durch ein Wunder, sondern durchs Tun, das dann zu wundervollen Ergebnissen führen kann. Also sprich, ich glaube, dass wir diese außergewöhnlichen, allen Erfahrungen widersprechenden oder einer göttlichen Macht zugeschriebenen Ereignisse, Geschehnisse selber kreieren können. Und dann sind sie trotzdem göttlich und eben wundervoll. Aber wie gesagt, wir haben den Einfluss drauf und müssen nicht hoffnungslos irgendwie darauf warten. Worum es aber jetzt noch weitergeht, sind eben diese alltäglichen Wunder, von denen die Pastorin gesprochen hat und meine Tochter auch. Und das ist wirklich was Magisches und Wundervolles, wenn wir anfangen, uns darauf zu konzentrieren und den Tag über immer wieder drauf zu schauen, was ist denn hier eigentlich gerade wunderbar? Und das abends dann eben, wie gesagt, in einem kleinen Notizbuch am besten auch nochmal zu reflektieren und festzuhalten.
Und ich habe auch eben meine Jungs mal gefragt, was für sie eigentlich ein Wunder ist. Und die haben das tatsächlich mehr so definiert. Der eine hat gesagt, das sind Sachen, die passieren, die glücklich machen. Und der andere hat gesagt, das sind Sachen, die passieren, die du nicht erwartet hast. Zum Beispiel war es für ihn gerade ein Wunder, dass ich mitten in der Woche, mitten am Tag erlaubt habe, dass sie sich eine echt große Portion Erdbeereis reinziehen dürfen. Aber ich habe gerade gedacht, warum soll ich ihnen nicht mal ein kleines Wunder zugestehen? Und wenn er das tun würde, könnte er sich das heute Abend in sein Büchlein schreiben. So, und jetzt nehme ich dich gleich mal mit auf eine kleine Reise in die Welt der Wunder, um dich einfach mal wieder zu inspirieren, in deinem Alltag, ja, all das Wundervolle dieser Welt wahrzunehmen. Und wie gesagt, wenn du magst, fang auch an, dir die Wunder jeden Abend mal aufzuschreiben, denn dann machst du das einfach den ganzen Tag, dass du dir immer schon überlegst, das ist doch ein Wunder, das könnte ich heute Abend aufschreiben, und dadurch erschaffst du noch mehr Wundervolles in deinem Leben. Und ja, bevor ich jetzt noch lange rede, nehme ich dich einfach mal mit auf diese Reise. Wenn du magst, lehn dich zurück und schließ mal die Augen. Wenn du gerade Auto fährst, machst das bitte nicht. Aber dann darfst du trotzdem einfach ganz entspannt mal zuhören. Und jetzt viel Spaß auf dieser kleinen, wundervollen Reise. Sei offen für die Wunder dieser Welt. Die Wunder, die uns Gott jeden Tag schickt und die wir einfach nur wahrnehmen dürfen, bewusst wahrnehmen. Da ist die Sonne, die jeden Tag aufgeht und für uns scheint. Und auch wenn es vielleicht regnet, hinter den Wolken, weißt du, ist die Sonne und scheint und wärmt diese Erde und macht diesen Planeten zu einem Planeten, auf dem wir leben können, auf dem all diese wundervolle Natur entsteht. Und jeden Tag ist diese Sonne da und scheint für uns. Und wir dürfen sie auch hinter den Wolken erahnen und wahrnehmen und uns bewusst sein, dass sie da ist und dass die Wolken auf jeden Fall irgendwann auch wieder verschwinden. Und dann ist da der Mond, der um diese Erde kreist und für uns so viel Kraft und Macht auch schicken kann, wenn wir dran glauben, wenn wir ihn wahrnehmen, wenn wir einfach sehen, dass er immer größer und wieder kleiner wird, uns dessen bewusst sind, wie das funktioniert. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich so auf den Mond oder auch in die Sterne gucke, ist mir immer wieder bewusst, wie klein wir hier eigentlich sind und wie wichtig wir trotzdem sind für uns und für diese Welt und für unsere Familie. Auch das ist ein Wunder. Und dann dürfen wir diesen Planeten an sich wahrnehmen, dass er entstehen durfte in diesem Zusammenspiel aus Sonne und Wasser und Wärme und Wind und Luft und Sauerstoff, und dass das alles an dieser Stelle im System, Sonnensystem, so zusammengewirkt hat, dass all dieses Leben, die Pflanzen, die Tiere hier entstehen durften. Das ist wirklich ein Wunder, und wir sind jeden Tag von diesen Millionen und Milliarden von Wundern umgeben und dürfen die bewusst wahrnehmen. Gerade die Natur hat so viele Wunder bereit und ist einfach total wundervoll. Schau dir zum Beispiel einfach mal die Jahreszeiten an oder nimm das mal wahr. Diese Natur, die sich im Laufe eines Jahres, gerade bei uns ist es ja immer gut spürbar, so entwickelt, dass sie im Winter einfach total da niederliegt, ne? So wirklich im Winterschlaf ist, keine Blätter, kein Grün, alles irgendwie, ne? So ganz tot fast wirkt. Und jedes Jahr im Frühling erwacht die Natur wieder neu. Und zwar ohne Hast und Eile und ohne Zweifel und ohne Reue oder ohne Jammern oder irgendwie Bedauern, dass es den Winter gegeben hat, sondern auch wir Menschen hoffen ja, dass es einen vernünftigen Winter für die Natur gibt, damit sie dann im Frühling wieder entstehen kann, dass sich die Knospen wieder bilden, die Blätter wiederkommen, die Blumen blühen und
Früchte entstehen und dann wächst das alles und gedeiht. Und wir wohnen ja hier sehr in der Natur und können wirklich auch immer auf den Feldern sehen, wie das Getreide dann wächst und braun wird und geerntet wird. Und all das, das was um uns herum passiert, ist ein einziges Wunder. Jedes einzelne Blatt, das du an einem Baum in die Hand nehmen kannst, ist ein Wunder, denn es ist einzigartig. Jedes einzelne Blatt ist einzigartig. Jede Blüte, die du anschaust, ist einzigartig. Und jedes davon ist ein Wunder. Und wenn du mal aufmerksam mit deinen Kindern, kleinen Kindern vor allem, durch diese Natur gehst, dann wirst du das verstehen, dass die Kinder diese Wunder noch sehen und erkennen können und sich über jedes Blatt, jeden Käfer, jede Ameise wundern und darüber staunen. Und da dürfen wir uns gerne mal eine große Scheibe von abschneiden. Und dann darfst du mal deine Aufmerksamkeit auf deinen Körper richten und mal wahrnehmen, was das eigentlich für ein Wunderwerk ist. Dieser Körper, der dich hier auf der Erde lebendig sein lässt. Ja, mit seiner Haut, mit seinen Knochen, mit seinen Muskeln, mit seinen Organen. Und jede einzelne Zelle, die in diesem Körper an richtigen Fleck sitzt und die richtige Funktion ausübt, ist ein Wunder. Wenn man da sich mit so ein bisschen Biologie und sowas mal befasst und versteht, dass in jeder einzelnen Zelle, was da eigentlich los ist, das ist verrückt. Das ist absolut wundervoll. Und Milliarden und Billionen von Zellen führen dazu, dass du so existierst, wie du existierst. Und dass du überhaupt existierst, ist ja schon ein Wunder. Denn du hast dich unter Millionen von Möglichkeiten durchgesetzt. Genau du bist auf die Welt gekommen. Genau du bist das Wunder, das auf diese Erde kommen sollte. Mit genau diesem Körper, mit genau den Voraussetzungen, die dir mitgegeben sind. Und genau der DNA und den Genen, die sich da zusammengefunden haben. Und ist das nicht ein Wunder? Ist es nicht wundervoll und ist es nicht dein Auftrag, daraus das Beste zu machen, was das Leben dir zu bieten hat? Und damit achtsam umzugehen mit diesem Körper, mit diesem Wunder, das dich hier trägt? Im Prinzip könnte ich jetzt eine Stunde über jedes einzelne Organ sprechen, über die Augen, über die Nase, über das Gehirn, über dein Herz. Natürlich dein wundervolles Herz, das den ganzen Tag für dich schlägt und es einfach tut und keine Fragen stellt und dich am Leben erhält, dich mit Sauerstoff versorgt. Das ist dieses Zusammenspiel. Also eigentlich braucht man nichts weiter, um in ein Gefühl von Dankbarkeit zu kommen, als sich mal hinzusetzen und über all das nachzudenken, was dein Körper jeden Tag für dich tut. Ja, und wenn wir schon bei deinem Körper sind, dann schau dir mal deine Kinder an. Sind sie nicht das allergrößte Wunder überhaupt, dass sie genauso, wie sie sind, auf diese Welt gekommen sind? Dass sie mit diesem Körper, mit ihren Gedanken, mit ihren Sinnen und ihren Gefühlen hier existieren und deine Welt bereichern, mal in die eine und mal in die andere Richtung. Aber sie sind dein Wunder, was du gezeugt hast und geboren hast. Und wenn ich mir mit diesen Gedanken meine Kinder anschaue, dann gibt es eigentlich auch keine Fragen mehr. Dann könnte ich eigentlich jedes Mal anfangen zu weinen, weil ich es so wundervoll finde. Und vielleicht kannst du diesen Gedanken einfach auch mehrmals am Tag, wenn du deine Kinder so anschaust, genießen. Und du musst auch gar nicht mehr tun, als deine Kinder dabei einfach mal anzuschauen und das wahrzunehmen und dir dessen bewusst zu sein, was du da erschaffen hast. Und vielleicht hast du auch Lust, in dem Moment mal über die Liebe nachzudenken, die hoffentlich zu diesem Kind geführt hat. Denn auch wenn die Liebe vielleicht dann irgendwann verschwindet oder sich verändert oder überschattet ist, irgendwann gab es mal diesen Moment, in dem ihr so beisammen wart, dass dieses Kind entstanden ist. Und was immer der Weg dahin oder auch der Weg danach war, dieser Moment hat gereicht, um so ein Wunder zu erzeugen. Und wie auch immer dein Stand zu deinem Partner ist, ich hoffe natürlich, dass ihr immer noch in dieser Liebe miteinander verbunden seid. Aber wenn nicht,
darfst du vielleicht trotzdem dankbar dafür sein, dass es dazu geführt hat, was du jetzt an Wunder in deinem Leben hast. Was noch? Als ich meine Kinder gefragt habe, was Wunder sind, haben sie natürlich auch unsere Katze genannt. Ja? Vielleicht hast du Haustiere, die dein Leben bereichern. Ein Hund, eine Katze oder vielleicht haben deine Kinder kleine Hamster, die sie lieben oder was auch immer. Auch diese ganzen Tiere in deiner Umgebung, Vögel, die vor deinem Fenster zwitschern. Wie gesagt, wir wohnen ja hier in der Natur. Die Fasane, die bei uns durch den Garten gehen oder die Rehe, die wir auf dem Feld beobachten können. All das sind Wunderwerke. Ja, unglaublich, dass dieses alles existiert und so schön, das mal wahrzunehmen und dafür eben auch dankbar zu sein. Und dann darfst du natürlich anfangen, mal so auf die Dinge, die wundervoll sind und die jeden Tag geschehen, zu achten. Ja, das Essen, das du dir gönnen darfst, jeden Tag. In der Regel müssen wir hier in Deutschland nicht hungern. Den Kaffee, den Tee, den du dir zubereiten kannst, einfach so zu jeder Zeit. Im Prinzip ist es ein Wunder, dass du den Wasserhahn aufdrehen kannst und kaltes und sogar warmes Wasser daraus fließt. Im Prinzip ist es ein Wunder, dass du eine Toilette hast, wo du auf einen Knopf drückst und sie sich mehr oder weniger von selber reinigt. Ja, auch das ist alles noch nicht so lange her, dass das nicht selbstverständlich war. Und wir wissen es gar nicht mehr zu schätzen. Von der ganzen Technik, die uns verbindet, heute global rund um die Welt möglich macht, dass ich mal eben kurz mit meiner Tochter in den USA nicht nur telefoniere, sondern sie sehen kann, ihr Strahlen sehen kann. Das ist unfassbar, was da an Wundern entstanden ist. Und sicherlich hat alles auch seine Nachteile und wir Menschen dürfen lernen, mit diesen Wundern auch vernünftig umzugehen. Aber dass es überhaupt existiert und dass der Mensch in der Lage ist, solche Dinge zu erfinden und zu erschaffen, ist unfassbar wundervoll. Und dann, wie gesagt, die Dinge, die geschehen, ja, das Lächeln deines Kindes, die Umarmung deines Partners, Partnerin, wie auch immer. Das Kind, das irgendwelche tollen Entwicklungen auf einmal macht, irgendwas Sensationelles gelernt hat, sei es nun irgendwie den ersten Schritt, die ersten Worte, was Tolles singen kann oder sich die Schuhe zubinden kann. Auch das ist alles ein Wunder, wenn wir es wirklich wahrnehmen. Oder dass es einfach mal einen entspannten Tag bei euch gab in der Familie, wo ihr euch immer einen ganzen Tag lang nicht wegen irgendwas in die Haare gekriegt habt oder Zoff hattet oder gestresst war, sondern einfach mal einen ganz harmonischen Tag miteinander verlebt habt. Und wie gesagt, wenn du dich darauf ausrichtest, wird es diese Tage auch geben und zwar immer mehr davon. Also nimm die Dinge, die geschehen, die du vielleicht nicht erwartet hast, aber die dich glücklich machen, nach der Definition meiner Jungs, nimm sie einfach wahr, bewusst und gib ihnen den Titel Wunder und du wirst so viele Wunder in deinem Leben finden und dann eben noch mehr davon erschaffen, dass du dir ein wirklich wundervolles Familienleben kreieren kannst. Und in diesem Sinne beende ich jetzt diese kleine Reise für dich und verabschiede dich mit den Worten: Vergiss nicht, Familie ist, was du Wundervolles daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Susanne. So, ich hoffe, diese kleine Reise hat dich mal wieder in die Welt der Wunder geführt und dir klar gemacht, wie wundervoll dein Leben ist, einfach nur, weil es ist, wie es ist. Und wenn du mehr Wunder erleben willst, erschaffen willst, wenn du verstehen willst, wie du dir dieses Leben wirklich, wirklich so kreierst, dass du es voller Glück und Freude erleben kannst und du weißt nicht, wie du damit wirklich loslegen sollst, dann melde dich gern bei mir und wir sprechen mal darüber, welche Wunder du dir in deinem Leben erhoffst und ob ich dich vielleicht auf deiner Reise ein Stück begleiten kann, ob ich dir ein bisschen was beibringen kann, ob ich dir deine Glaubenssätze vielleicht ins rechte Licht rücken darf. Oder wo auch immer du Unterstützung brauchst. Also melde dich gern bei mir, schreib mir einfach an susanne@happylittlesouls.de und wir gucken einfach mal, ob wir für eine Weile eine kleine Reise zusammen unternehmen.
bis dahin erstmal eine schöne Zeit und alles Gute.